Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Okay, wir machen... Rebellion. Ein Rebellion machen wir jetzt, genau. Wir haben. Hier eine Truhe. Da hinten haben wir noch was, sehr gut. Ich weiß jetzt auch, wie man Rebellion an diese verschlossenen Truhen mit den Augen rankommt. Genau so. Man muss sich unsichtbar machen, dass er eigentlich sieht. Jetzt winselt oder Kleine. Lumos. Oh, verdrückt, verdammt! Ach, hier ist er doch. Sehr gut. Oh, da fliegt so eine Seite rum, sehe ich gerade. Leviosa. Nein, das war das Falsche. So wird ein Schuh draus. Einen gemütlicheren Ort als Hogs Rebellion. Oh, da fliegt auch noch eine Seite. Wo kommst denn du her? Warum haben wir denn hier so viel übersehen, sage mal? Rebellion. Warum haben wir denn so viel hier übersehen? Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn los mit uns? Warum sind wir denn so? Ich hoffe, dass mein Sohn eine so glückliche... Getulso! Accio! Expelliarmus! Levioso! Levioso! Alles ist hier kaputt! Revelio! Na, das ist da glaube ich noch so eine Truhe, oder? Oh, wie er winselt, wie so ein kleiner Hund. Wie die Truhe winselt, ich geh kaputt. Okay, dann machen wir jetzt erstmal. Wir machen erstmal wieder nach Hogwarts. Gibt's hier noch eine Mission? Nein, okay. Hogwarts, wir machen erstmal dahin. Raum der Wünsche. Dankeschön. Plus 4, plus 2 erhöhter Schaden durch chinesischen Kaukohl, okay? Sehr schön. Ich sag ja, ich bin mit diesem Stab, wir haben ja bei unseren, da, wenn ich im Stream zocke, habe ich einen anderen Stab, gell, der ist halt auch schwarz und der sieht viel schöner aus als der. Da habe ich mich wirklich hier wirklich doof entschieden.
den zu nehmen. Aber egal, was soll man machen? Plus 2 ist halt auch nicht wirklich besser, aber egal. Kleinvieh macht auch Mist, heißt das ja immer. Der wäre schlechter. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, und dann haben wir hier noch irgendwas. Wo? Hier unten. So. Nein, halt, aber jetzt bin ich wieder rausgegangen. Auf Karte finden. Was haben Sie jetzt vor? Das geht dich gar nichts an. Aber mir fällt gerade was ein. Wir haben doch hier unten nämlich noch eine Truhe. Was? Was? Okay, mein Herzblatt. Wiedersehen. Ja, oder? Sehe ich nämlich genauso. Okay, hi. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Ah, und dann können wir dann nämlich das mit diesen großen Felsen machen, nämlich anscheinend, oder? Sehe ich, das ist falsch. Warte mal, was brauchen wir denn? Wir brauchen rechte Maustaste, linke. Okay. Ich komme wirklich mit dieser Steuerung, mit diesen Gedingen, komme ich überhaupt nicht gut klar. Okay, der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Kontrolliere die Position mit den Bewegungen und verwende hierzu FVQE, was, um die Distanz und Rotation einzustellen. Oh mein Gott. FQVE, das ist, boah, what the fuck, das ist doch... Das ist doch. Das wird das, warte mal mehr. Wir holen uns jetzt erstmal. Talente. Wir holen uns jetzt erstmal dieses vierte. Sonst noch irgendwas Schönes. Okay. Ein erfolgreiches Ausweichen unblockbarer Angriffe erhöhen die alte Magieanzeige. Das können wir noch machen, weil wir nutzen ja das Ausweichen sehr oft. Den würde ich noch mit reinnehmen. Wasserzauber reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Ja, aber um wie viel? Das würde jetzt mal. Das wäre schön, wenn es da stehen würde. Das wäre schön, wenn es da gestanden hätte.
Okay, da müssen wir hier noch einiges lernen. Das haben wir nicht. Ein Frinko-Treffer. Ja, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil wir nehmen das ja sehr oft. Pass auf, wir können krachen das, warte mal. Das. Und dann machen wir hier noch unsichtbar rein. Und hier haben wir dann das Auge ist Licht. Ich würde es jetzt erstmal irgendwie versuchen. Wingardium Leviosa. Ein Naturtalent. Dankeschön für den Trank. Dankeschön für den Trank. Und schade. Schade, man kann ja nicht alles haben. Oh, hier ist noch eine Truhe. Dankeschön. Okay, da können wir jetzt die Steine, bestimmt auch die riesen Steine da schweben lassen, diese runden Steine da. Okay, und jetzt haben wir noch Defindulan, der uns jetzt noch. Das haben wir da, da gehen wir einfach dahin. So viel wie wir hier lernen, das ist ja Wahnsinn, gell? Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Überlegen wir, uns fehlen ja immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Stück. Okay, den lernen wir jetzt. Aber trotzdem, das sind immer noch 9 Stück, die da fehlen. Ey. Echt krass. Okay, das ist auch ziemlich lustig. Tötet Gegner sofort. Wow. Führt dazu, dass sie sich die meisten Gegner vor Schmerz krümmen, während sie derzeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem ein Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Das zwingt Gegner vorübergehend dazu, an deiner Seite zu kämpfen, solange sie unter deiner Kontrolle stehen. Erleiden sie weniger Schaden durch andere Gegner, um ihre Loyalität zu dir zu verlängern. Wirkt außerdem ein Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Okay. Verursacht keinen direkten Schaden, aber Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleiden erheblichen Aufprallschaden. Gegner in der Luft erleiden noch größeren Schaden beim Aufprall auf dem Boden. Also müsste man die erst hochheben und dann auf den Boden schleudern. Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinter und hinten. Nach oben und hinten. Dank der kurzen Abklingzeit eignet er sich hervorragend zum Jonglieren. Seine Fähigkeit, Objekte auf Anhieb zu kippen, ist nützlich, um Rätsel zu lösen und die Schwächen bestimmter Gegner auszunutzen. Das ist halt echt, man hat halt so viel Geld und kann halt wirklich hier bloß 4 Stück leider machen, ne? Das ist schon ein bisschen, naja. Oh verdammt, jetzt sind wir hier oben, hier wollten wir gar nicht hoch. Sie können sich ja gar nicht vorstellen.
furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Na dann, wollen wir mal. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, na klar. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Alles ist perfekt gelaufen, Professor. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Cool. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Oh ja. Okay, jetzt müssen wir ja noch mehr hier. Lass das Gegner ranziehen. Das Gegner wegschleudern. Wie machen wir denn das am dümmsten? Warte mal. Wir machen das jetzt einfach mal so. Dann machen wir das so. Das ist schon gar nicht so einfach, ey, wirklich. 15 haben wir jetzt 15. Wir haben 4, 8, 10, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 8. Okay, den hier unten habe ich ja nochmal doppelt. Gucke da und da. Okay, ne, gut, dann holt's hin. Anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um ihrer Sicht. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Deswegen keine Sorgen. Flugprüfung haben wir noch. Die Kartenkammer. Ein Hauch für Liebe. Okay. Ja, komm, wir gehen einfach mal ein bisschen spazieren. Vielleicht finden wir noch die eine oder andere Mission. Ich bin sicher, Garlic. Ich sage ja immer. Revelio. Eulen müssen sehr intelligent sein. Ich bin gern bei Wasserwegerich. Revelio. Revelio. Da hinten ist eine Truhe, hinten ist eine Truhe. Was? Gib mir die Truhe! Da drin, ah, da brauchen wir bestimmt das Eisding, dass man das ausmachen kann. Das kann ich mir vorstellen. Okay, was willst du denn eigentlich hier drin? Ich wollte doch gar nichts hier drinnen machen. Ich bin überhaupt nicht verantwortlich.
Was haben wir denn hier? Da habe ich ja was angerichtet. Was hast du denn wieder gemacht? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt nach viel Arbeit für ein paar Bücher. Das ist genial. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit dich verraten? Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Wenn ich Zeit habe... Wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Na dann. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Geschafft. Fehlen nur noch 4. Da waren es nur noch 3. Ich denke mal, oben werden auch noch welche sein. Ah, guck, da hinten flattert doch schon eins. Akio! Ah, guck, da vorne ist das nächste. 4. Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen Schüler das nicht? Halt, warte mal. Nee, das haut ja, das fliegt immer noch nicht von anders. Ja, wir haben ein Tagebuch gefunden. Cool. Können wir das lesen? Was haben wir denn hier? Eulenpost. Ja, okay, wir müssen es ja nicht unbedingt lesen. Geht uns ja eigentlich gar nichts an. Was ihr da für ein Spittel reinschreibt. Okay, wo ist jetzt das? Ach, das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Oh, heute war ein guter Tag. Zumindest bis Garrett das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Flurfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Wiesels Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber.
Okay. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Okay. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte sehr. Vielleicht eine Belohnung, um das Tagebuch geheim zu halten. Ach komm, hier, bitte sehr. Ich meine, da steht ja nichts wirklich Spannendes drin. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Nicht? Warum nicht? Warum nicht? Okay, dann zeig uns mal die Aufgabe. Was haben wir? Pflanze und ernte Flussgras. Schaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Okay, also müssen wir die Kampfpflanzen, also die drei, die wo wir das eine Mal doppelt gekauft hatten, und dann noch diesen Kaukohl, denke ich mal. Die drei Kampfpflanzen wird die bestimmt meinen. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen vielleicht als erstes das nächste Mal hier hoch, die Kartenkammer. Dass wir das auf jeden Fall als nächstes machen. Das wäre so mein Plan. Mir geht's nicht gut. Warum gehst du nicht zu Schwester Blaine? Okay, da würde ich aber sagen, das machen wir dann definitiv in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall, wie immer, fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!